Also vor 9 Jahren hat es begonnen. Da hat mich Thomas Ziebur angerufen und hat gesagt, du, der Bürgermeister aus Jürgenshof, der möchte irgendwas tun gegen den demografischen Wandel. Da ziehen immer mehr Leute weg. Wir müssen irgendwas schaffen, dass die Leute da zu uns kommen. Und 2011 ist definitiv der B-Plan genehmigt worden. Das ist jetzt der endgültige Plan, der entstanden ist. 27 Grundstücke. Teilweise unmittelbar mit Zugang zum Blauer See, mit Hafen, mit Besucherparkplatz und mit der Erschließungsstraße, die zugleich der Beginn des Radweges um den Blauer See ist. Von der Lage dieser Seenplatte, speziell Blauer See, wo wir unser Grundstück beplant haben, sieht es so aus, dass das in einem Dreieck zwischen Berlin, Hamburg und Rostock liegt, wobei die Abstände von Rostock zu unserem Grundstück 80 Kilometer sind, von Berlin zu unserem Grundstück sind es ungefähr 140 Kilometer und von Hamburg zu dem Grundstück sind es ungefähr 220 Kilometer. Wir stehen hier am schönsten Fleck vom Blauer See, am Hafen von dem neuen Baugebiet mit insgesamt 47 Liegeplätzen für die Boote. Da werden 27 gebraucht für die neuen Baugrundstücke und 20 stehen den Jürgenshofer zur Verfügung. Die Grundstücke schließen unmittelbar an den Hafen an. Auf der rechten Seite Grundstücke mit unmittelbarem Zugang zum See. Auf der linken Seite, auf der nördlichen Seite die Baugebiete, auf der südlichen Seite freies Grundstück, das der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Wir haben auf dem Grundstück Nummer 1 haben wir jetzt ein Musterhaus angefangen. Das wird Ende des Jahres wird es fertig, weil wir den Baustil, den wir gerne hier sehen würden, den wollten wir auch zeigen. Also der ist etwas ungewöhnlich. Man sieht es hier, glaube ich, ganz gut. Wir haben die Traufe ziemlich hochgezogen und das Dach, das ist hier ein Walmdachhaus, das verschwindet hinter der Traufe. Und somit ist ein sehr kubistisches Haus, aber trotzdem mit Walmdach zu sehen. Und das wird sich, glaube ich, ein Bauherr jetzt nicht selber ausdenken. Deshalb haben wir gesagt, wir stellen das hin. Kommt auch schon sehr gut an. Wir haben sehr viele Anfragen und wünsche, dass das so gebaut wird. Wir hatten das große Glück, dass auf dem Grundstück Nummer 18 die Familie Meier das Grundstück gekauft hat und von uns ein Haus geplant haben wollte, das dem ursprünglichen Entwurf ziemlich nahe kommt. Wir haben zwar diese großen Fensterformate, die haben wir etwas kleiner gemacht. Wir haben dieses kleine Planschbecken da haben wir weggelassen. Aber so vom Stil her kommt es ziemlich gut hin. Und das ist natürlich auch ein einmaliger Platz. Der liegt ein bisschen höher. Da geht es dann hier, ist eine Hangkante, da geht es dann zum Blauer See runter. Die haben also direkten Zugang zum See und einen fantastischen, unverbaubaren Blick. Ja, ich als Mündner war ein bisschen skeptisch, wie ich anfangs hierher kam. Wir haben selber sehr viele Seen, die auch sehr schön sind, aber ich bin in der Zwischenzeit bin ich absoluter Fan von dieser mecklenburgischen Seenplatte. Und es ist mit einer der schönsten Plätze hier, den wir hier gefunden haben. Und ich kann mir gut vorstellen, auch hierher zu ziehen. Und ja, vielleicht sagst du noch was dazu. Wir haben uns ja kennengelernt und als Geschäftspartner und sind in der Zwischenzeit Freunde geworden, weil die Arbeit so schön ist, weil wir uns so gut verstehen. Und ja. Ja, also ich teile natürlich die Begeisterung von dem Lothar voll und ganz. Ich habe das große Glück, dass ich hier jetzt schon seit 16 Jahren leben kann. Und ich bin auch derjenige, der hier vor Ort Ansprechpartner ist für die möglichen Interessenten. Und wer wirklich Freude an nahezu unberührter Natur hat, der kann hier ein unglaubliches Privileg genießen, wenn er sich entscheidet, hierher zu ziehen. Ja, und das hier alles noch, so wie es jetzt ist, ja, wirklich für sich zu entdecken und hier ein schönes Leben zu leben.